Hallo, ich bin's, der Blumann. Heute geht's um Weihnachten. Hast du Weihnachten? Liebst du Weihnachten? Akzeptierst du Weihnachten? Und liebst du wunderschöne Kerzen? Ja, ich habe gedacht, heute mache ich mal was mit einer Kerze und diesem farbenfrohen Figürchen. Und ich hoffe, es ist für alle die was dabei, die Weihnachten nicht mögen, weil sie den Familienschnauch nicht lieben, weil sie sonst irgendwelche Probleme mit der Familie haben oder einfach nichts mit dem Glauben von der Auferstehung oder der Geburt, besser gesagt von Jesus, wissen wollen. Egal, ich bin kein Missionar, ich bin der Blumenmann und ich will dir heute eine coole Deko zeigen mit deiner Kerze. Nicht weihnachtlich, einfach frech, aber auch für alle, die eine Kerze an Weihnachten aufstellen wollen. Soll es gefallen. Wir haben da zum Anfang einmal unsere Trockensteckmasse. Und die Trockensteckmasse wollen wir hier schön reinmachen. Wichtig ist, die Trockensteckmasse, die muss gut sitzen. Da können wir nicht irgendwie etwas basteln oder so. Weil wenn sie nicht gut sitzt in diesem Kopf, haben wir das Problem, dass dann unsere Kerze auch ein Problem hat. Darum habe ich extra ein etwas größeres Stück genommen, so dass ich auf der sicheren Seite bin, dass dieses Teil auch gut steht. Zusätzlich kann ich da mit dem Heißkleber das Ganze etwas fixieren am Rand. Ich bin eigentlich nicht so Fan davon, die Steckmasse am Gefäß zu fixieren, aber hier ist es fast die einfachste und beste Lösung, dieses Mannsdockerli und die Steckmasse zu verbinden. Du denkst jetzt vielleicht, warum hast du da eine Kerze bereit? Damit unsere Kerze auch gut in diesem Kopf steht und wir unsere exklusive alternative Winter Weihnachtsdeko aufstellen können, habe ich gedacht, nehmen wir die Kerze mal schön hier auf den Kopf. Erhitzen unseren Draht, stecken den Draht, der heiße, hier in die Kerze rein. Wichtig ist, wir sollten ihn genügend lang in der Flamme haben, sonst haben wir ein Problem. Je mehr Drähte du reinmachst, umso besser steht dann auch die Kerze in der Kreation drin. Jetzt machen wir die Kerze mal hier rein. Das sieht doch einfach ultra frech aus. Wir nehmen jetzt ein wenig Tillandsia-Moos und Sisalfasern mal rein und schauen, dass wir das Ganze nicht zu fest dann überfüllen, sondern wir wollen ja, dass man am Schluss auch noch von unserem frechen Blumenkranz eigentlich sieht und nicht einfach alles überdeckt. Dadurch starten wir einmal mit diesem wunderschönen Asparagusgrün. Eigentlich ist es ein Grünmaterial, jetzt hier für unseren frechen Kopf, für in der Winter-Weihnachtszeit ist es mal violett. Dann haben wir hier das wunderschöne gefärbte Schleierkraut. Dann haben wir da trockener Eukalyptus populus in pink. Passt auch wunderbar hier zu unserem gefärbten Kopf. Dann habe ich da Ruskus stehen, auch gefärbt natürlich. Können wir da auch super gut reinmachen. Dann habe ich da Lagurus. Auch der passt sich wunderschön von der Farbe her an in diese Kreation.
die einzelnen kleinen Ruskusstücke nicht wegwerfen, wenn wir die nicht brauchen können. Jetzt für diese Kreation kann man dann immer wieder auch für andere Kreationen wunderbar verarbeiten. Damit wir noch etwas Schweres, ich sag mal Üppiges, in dieser Kreation haben, habe ich gedacht, nehmen wir da noch farblich passende, so süße, kleine Echeveria. Die kann man da durchstecken und dann auch einarbeiten. Diese kleinen Echeveria, die brauchen kein Wasser, die leben von der Luftfeuchtigkeit in der Luft und die kann man da wirklich gut in so Weihnachts-Winter-Kreation, aber auch im Frühling wunderschön verarbeiten. Ich denke mal, diese Kreation ist nicht nur für den Winter schön, sondern auch für den Frühling oder für das ganze Jahr aufzustellen und verschönert so dein Zuhause. Und ich hoffe, es vertreibt dir vielleicht ein wenig deine Winter-Weihnachtssorgen, wenn du es nicht magst, irgendwelche klassischen Weihnachtsdekos aufzustellen. Dann kannst du mal als Alternative deinen Kopf nehmen, den du vielleicht schon lange ausgestellt hast, und so deine Winter-Weihnachtsdeko aufstellen. Ja, du siehst, man braucht nicht viel außer etwas Mut, man braucht nicht viel außer etwas Freude, mal etwas anderes auszuprobieren, und man braucht einfach Blumenmann-Style. Wenn, oder ein Abo von Blumenmann, das ist noch wichtiger. Ja, wenn dir diese Kreation, diese Idee und einfach diesen Mut gefällt, wenn du sagst, ja, lieber Blumenmann, das ist wirklich wer für mein Zuhause, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt einen Daumen nach oben, ein Kommi in die Kommentare runter reinwerfen würdest, warum du für Weihnachten diese Kreation und nichts Klassisches einstellen willst. Und dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt dein Blumenmann, auf bald wieder, hier bei mir.